Salut meine lieben Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video will ich dir erklären, wie du umweltbewusst Geld verdienen kannst. Das heißt, du verdienst Geld und rettest noch dazu unsere Welt. Also zwei Mäuse mit einem Stück Speck gefüttert. Oder irgendwie anders geht der Spruch, weiß ich nicht genau. Okay, es geht darum, wie wir umweltbewusst Geld verdienen und das ist eigentlich relativ einfach. Geld verdienen, Umwelt retten. Du hast erstmal die Möglichkeit, zum Beispiel vom Sperrmüll, Wertstoffhof, Schrottplatz oder von Haus zu Haus laufen. Oder eBay Kleinanzeigen. Das sind so die Sachen, wo viele Sachen weggeworfen werden oder verschenkt werden. Und wenn du das nutzt, tust du was Gutes der Umwelt und verdienst noch bei Geld. Fangen wir mal mit Sperrmüll an. Ihr habt bei mir gesehen, was für Sachen ich schon auf den Sperrmüll gefunden habe. Es ist unglaublich, aber wahr, die Leute schmeißen wirklich alles weg. Alles wird weggeschmissen. Ich verstehe das nicht, warum. Es sind vollkommen intakte Sachen, die vielleicht nur einen kleinen Schmutzfleck oder sonst irgendwas haben. Trotzdem wird das weggeschmissen. Aber egal, einfach putzen, weiterverkaufen. Das heißt, wenn du jetzt auf dem Sperrmüll was findest, okay, da musst du aber auch natürlich bewusst gucken. Du kannst nicht einfach alles wahllos mitnehmen. Du musst mal überlegen, was brauchen die Menschen wirklich und worauf können die Menschen verzichten. Zum Beispiel, die Menschen können jetzt zum Beispiel auf gebrauchte Tassen verzichten. Die würde ich nicht versuchen zu verkaufen. Irgendwelche Schränke, Tische, die sind viel zu groß, sperrig. Du hast nicht so viel Platz dafür. Was wirklich super ist, sind zum Beispiel Elektrogeräte, Küchengeräte. Die sind super angesagt. Dann kommen Haushaltsgeräte, Bügeleisen, sowas, wo wirklich alles angesagt ist. Zum Beispiel bei einem Staubsauger. Geht bei dir der Staubsauger kaputt, steht erstmal alles still. Du brauchst einen neuen Staubsauger, sonst kannst du die Wohnung nicht sauber machen. Also solche Sachen, wo du meinst, die Person oder was du selber persönlich wirklich immer brauchst. Immer, wo es nicht ohne diese Geräte geht. Sowas würde ich vom Sperrmüll zum Beispiel nehmen. Aber bevor du irgendwelche Sachen vom Sperrmüll nimmst, nimm dir eine Minute Zeit, geh zu der Haustür, klingel und frag die Person, ob du das mitnehmen darfst. Dann bist du auf der sicheren Seite und begehst keine Straftat, weil Sperrmüll darf man einfach nicht so mitnehmen. Der Sperrmüll wurde ja schon der Staat reserviert, die haben sich das Ding angemeldet. Deswegen fragen, wenn der Besitzer es erlaubt, stehst du hundertprozentig auf der sicheren Seite und dir kann nichts passieren, weil du hast die Erlaubnis des Besitzers. Ich finde heftig, was alles beim Sperrmüll weggeworfen wird und was du damit eigentlich an Geld verdienen kannst. Ich kann mich an meine Ausbildungszeit erinnern. Ich habe da so einen komischen alten Globus gefunden. Eigentlich wollte ich den irgendwann wegwerfen und habe den einfach mal bei ebay.de reingestellt. Habe dafür unglaublich, ich glaube 27 Euro oder 26 Euro bekommen plus Versand. Und mir so im Kopf klar geworden, das kann doch nicht sein. Ich wollte diese 27 Euro in den Müll werfen, weil ich damit eigentlich gar nichts anfangen konnte. Somit habe ich Geld bekommen und ich konnte es nicht so richtig glauben. Seit da hat es so ganz angefangen mit dieser ganzen Sache und dies und das. So, wenn man zum Beispiel auf dem Sperrmüll die ganzen Sachen findet, dann hat man ja zum Beispiel ein Platzproblem. Oder Mobilität. Bist du mit dem Auto unterwegs, kannst du einige Sachen einsammeln und bist wesentlich effektiver. Bist du zu Fuß oder Fahrrad unterwegs, kannst du halt nur Kleinigkeiten mitnehmen oder nimmst einen Bollerwagen mit. Damit geht es auch super gut. Was super angesagt sind, auch Trockner. Die sind leicht zu reparieren und das ist ja auch so eine Sache. Bist du handwerklich begabt oder kannst du Sachen reparieren, dann ist es noch super vorteilhaft. Die Leute kaufen auch defekte Sachen, egal ob die kaputt sind oder nicht, die Leute kaufen die. Zum Beispiel eine Kaffeemaschine bei eBay Kleinanzeigen, für eine defekte Kaffeemaschine wollen die schon mindestens einen Fuffi haben. Das heißt, wenn du diesen Kaffeevollautomat auf der Straße findest, hast du schon sozusagen einen Fuffi in der Tasche, weil du bist das Ding garantiert los. Irgendjemand braucht das, irgendjemand weiß den Fehler und somit kann er es reparieren. Damit muss derjenige sich keine neue Kaffeemaschine kaufen, sondern hat sich nur für einen Fuffi statt 700 Euro bezahlt. Somit muss keine neue Kaffeemaschine hergestellt werden und die alte Kaffeemaschine tut es genauso. Vielleicht muss man ein paar Kleinigkeiten bestellen, aber es ist auf jeden Fall wesentlich effektiver. So, dann kommen wir jetzt zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen. Da werden sehr viele Leute, die verschenken ihre Sachen.
Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich super gut finde bei eBay Kleinanzeigen, weil die Leute haben eigentlich die Möglichkeit, das Zeug wirklich wegzuwerfen. Nein, aber die tun was anderes. Bevor die es wegwerfen, stellen die es bei eBay Kleinanzeigen rein, die tun sich die Mühe, um jetzt wirklich ein bisschen der Welt was zu geben. Und diese Sachen kann jemand gebrauchen. Es ist immer irgendeiner da, der das braucht, was du gerade da reingestellt hast. Du verschenkst es. Der andere holt es ab, repariert es, weil er es kann und verkauft es für kleines Geld weiter. Derjenige, der es bei dem abkauft, ist super happy und froh, dass er das Gerät so günstig bekommen hat, ist zwar gebraucht, aber general überholt, super günstig. Das heißt, er muss nicht ins Geschäft fahren, er muss nicht hier nicht ins Auto setzen, er bekommt, oder ins Auto muss er sich setzen, aber er bekommt das super günstig, muss sich kein neues Gerät kaufen. Wenn jetzt die ganze Menschheit keine neuen Geräte kauft, sondern die alten weiterverwendet, würden die ganzen Hersteller pleite gehen, weil keiner würde mehr diese neuen Geräte kaufen, die müssten keine neuen Geräte mehr herstellen. Gut, dann haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel über den Wertstoffhof. Wertstoffhof, da kann man auch einiges kriegen. Ich habe da eine Riesenkiste mit Laptops, Handys, Tablets, alles Mögliche gesehen. Ich habe mir gedacht, hier, ich will das haben. Ich bin dann zum Mitarbeiter hingegangen, habe ich gefragt, so Keule, pass mal auf, darf ich diese Riesenkiste mitnehmen? Meint er, nein. Ich so, warum? Das ist doch kaputt. Er so, er hätte es mir gerne gegeben, aber es geht um diesen Datenschutz, bla bla bla, weil man weiß nicht, was auf den Festplatten ist und die müssen halt zerstört werden. Das heißt, er konnte es mir nicht geben. Er hätte es mir gegeben, aber dann müsste jede einzelne Festplatte, das wäre wegen Datenschutz alles viel zu kompliziert gewesen. Der hat mir da irgendwie das erklärt. Habe ich eingesehen, dachte, okay, kann ich verstehen. Ich will ja auch nicht, dass meine Daten bei irgendjemandem zu Hause landen. Dann gibt es eine Möglichkeit, zum Beispiel auf dem Schrottplatz. Auf dem Schrottplatz findet man auch sehr viele Sachen. Eigentlich mehr um Kfz, aber Kfz-Sachen sind auch sehr wertvoll. Wenn ich überlege, für meinen Touran wollte ich gerne diese Knöpfe, die gerne abgenutzt werden vom Fensterheber, wollte ich mal gucken, so bei eBay Kleinanzeigen wird so ein Knopf zwischen 5 und 10 Euro angeboten. Da habe ich gedacht, ich sehe das mehr richtig. Ich könnte theoretisch auf den Schrottplatz gehen, mir dafür ein paar Cent das Ding holen, aber ihr versteht, was ich euch erklären will. Auf dem Schrottplatz könnt ihr sehr viele, wenn ihr viel mit Kfz zu tun habt, könnt ihr auf dem Schrottplatz das Zeug holen und günstig eigentlich bei eBay verkaufen. Somit muss sich nicht die Person ein neues Gerät oder irgendwas von, was er braucht, neu kaufen, sondern er bekommt es von euch wieder mal general überholt und zum günstigen Preis. Ist doch klar, wenn jemand jetzt das Ding braucht, was ihr jetzt irgendwo auf dem Sperrmüll gefunden habt, ihr bietet es für einen Fuffi an. Im Normalfall kostet das Ding 200 Euro. Ist doch klar, dass die Person lieber ein Fuffi ausgibt, als jetzt irgendwas für 200 Euro zu holen. So würde ich es auf jeden Fall machen. Und so ist das so ein Kreislauf. Also, dann gibt es noch eine Möglichkeit, wie ihr wirklich gut an die Sachen rankommt, die ihr zum Beispiel reparieren wollt oder einfach weiterverkaufen wollt oder weiterverwenden wollt. Es kommt drauf an. Ihr könnt von Haus zu Haus laufen. Okay, klingt erstmal komisch, aber in jedem Haushalt gibt es Sachen, die weggeworfen werden. Bevor die weggeworfen werden, könnt ihr einfach vom Haus zu Haus laufen, nehmt euch so eine kleine Visitenkarte, klingelt bei den Leuten und sagt, hey, pass mal auf, wenn ihr was wegwirft, bevor ihr es wegwirft, ich bin ein Bastler, ich repariere die Sachen, tue es der Umwelt zuliebe und verkaufe es günstig an Leute, die eventuell nicht so viel Geld haben oder auch ein bisschen umweltbewusst denken und nicht unbedingt sich gleich ein neues Gerät kaufen wollen. So habt ihr die Möglichkeit, wirklich was Gutes zu tun. Die Leute werden euch garantiert anrufen. Die werden das machen. Ihr braucht nur eine kleine Visitenkarte dahin zu legen, weil wie überzeugender ihr darüber kommt, umso besser behalten die sich euer Gesicht, euer Auftreten im Kopf. Und irgendwann ist dann der Fall, dass die sagen, hey, der Computer funktioniert nicht, da haben wir doch jemanden, der das gut gebrauchen kann. Die werden es euch einfach geben. Ihr könnt aber auch bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel Anzeigen schalten. Es ist kostenlos alles. Ihr könnt reinschreiben, ich suche das und das und das. Eventuell bietet ihr den Leuten kleines Geld an oder ihr tauscht es sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall, die meisten Leute können mit kaputten Geräten nichts anfangen. Die können nichts anfangen. Oder die haben absolut durch ihren Beruf keine Zeit,
diese Geräte zu reparieren. Da ist es für die wesentlich einfacher, wenn die von dem Weg von der Arbeit nach Hause fahren und sich ein neues Gerät kaufen. Bei manchen Sachen ist es natürlich verständlich, aber bei vielen Sachen ist es nicht verständlich. Das heißt, es ist dann sozusagen unsere Aufgabe, diese defekten Geräte eventuell zu reparieren und weiter zu verkaufen oder einfach mal selber zu verwenden. Ich kann sagen, zu 90% meines Haushaltes habe ich alles über eBay Kleinanzeigen komplett geschenkt bekommen. Es ist alles voll intakt. Ich habe ja euch hier mein Büro gezeigt. Das war komplett kostenlos. Hat zwar eine kleine Weile gedauert, bis ich das Ganze zusammen hatte. Ich hatte ja natürlich hier den Glastisch kostenlos bekommen. Das Einzige, was ich da investiert habe, war eigentlich nur Spritgeld und Zeit. Aber das war mir völlig egal. Wenn ich überlege, wenn ich mir das Ganze hier so neu kaufen würde, würde ich, ach, das könnte ich mir nie im Leben so leisten. Aber durch dieses eBay Kleinanzeigen, da bin ich auch sehr dankbar, dass die Leute auch so spendabel sind und verschenken. Es sind nagelneue Sachen. Viele ziehen um und merken einfach, in der neuen Wohnung ist kein Platz. Das heißt, die Sachen verkaufen würde eventuell zu lange dauern, bis jemand wirklich bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Da ist es wesentlich einfacher, diese Sache zu verschenken. Die stellen es zu verschenken, sagen Selbstabholer, zack, ist es fertig. Derjenige kommt, holt es ab und Möbel würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwie draußen Geschäft machen, weil das ist viel zu viel Aufwand. Für sich persönlich sind Möbel super, aber zum Weiterverkaufen ist es wirklich anstrengend. So eine ganze Küche erstmal muss mal hin und her bewegt werden. Aber bei den ganzen kleinen Sachen, du musst dir überlegen, was die Menschen wirklich so brauchen. Staubsauger sind super wichtig, weil damit ohne Staubsauger kannst du deine Wohnung nicht saugen. Dann kommt Waschmaschine. Waschmaschinen sind schwer, aber sehr effektiv. Ohne Waschmaschine steht alles still. Dann brauchst du einen Trockner. Nicht unbedingt, aber in der Winterzeit, sobald man einmal mit dem Trockner angefangen hat, kann man damit nicht mehr aufhören. Ich kenne das von mir selber. Selbst im Sommer habe ich auch mal getrocknet, weil es schnell gehen musste. Deswegen habe ich das Ding in den Trockner gestellt. Es hätte auch draußen, hätte vielleicht genauso schnell gegangen, aber es musste manchmal schnell gehen. Deswegen kann man das mal ab und zu machen. Ist zwar nicht umweltfreundlich, aber was will man machen? So, was brauchen wir noch? Ganz wichtig, Fernseher. Ohne Fernseher. Wir sind so gewohnt, an Fernseher zu kommen, dass es nicht mehr anders da geht. Smartphone, Tablet, sowas. Wir sind schon da so integriert in diese Sache. Deswegen, das sind so Sachen, die wir unbedingt brauchen. Bügeleisen. Naja, so eine Sache mit dem Bügeleisen ist vielleicht für die Hausfrauen super toll, aber nicht hundertprozentig notwendig, so ein Bügeleisen. Kaffeemaschinen für Kaffeeliebhaber sind wirklich sehr wichtig, weil ohne Kaffee läuft nichts. Da gibt es natürlich Alternativen, dass man den Kaffee irgendwie anders da macht, aber eine Kaffeemaschine ist trotzdem fast unersetzbar. Und wenn ihr eine gute Kaffeemaschine habt, super repariert habt. Ich habe ja euch bei mir in meinem Video gezeigt, ich habe eine Kaffeemaschine ganz schnell und einfach repariert. Also habe ich einen Kaffee, ich habe glaube ich jetzt mehrere Kaffeemaschinen, aber ich benutze die eine jetzt hauptsächlich für mich. Fast jeden Tag, sogar dreimal bis viermal am Tag benutze ich die, weil ich trinke viel Kaffee. Ja, somit haben wir das Ganze erstmal besprochen. Das heißt, ihr könnt diese Sachen auch ganz easy jetzt bei eBay Kleinanzeigen oder eBay.de verkaufen. Die Vorteile bei eBay Kleinanzeigen ist natürlich, ihr erreicht regional. Alles, was in eurer Umgebung ist, erreicht ihr mit eBay Kleinanzeigen. Es ist völlig kostenlos. Mit eBay.de erreicht ihr international. Da habt ihr, glaube ich, 10% oder 10, 15% müsst ihr Gebühren bezahlen. Ist aber auch nicht die Welt. Dafür erreicht ihr viel mehr Leute international. Ich habe ja schon einige Sachen, glaube ich, nach Kroatien und Gott weiß wohin verschickt. Ja, das sind so meine zwei Tipps. eBay Kleinanzeigen und am besten alles beide benutzen. eBay Kleinanzeigen und eBay.de. Damit habt ihr die größte Reichweite, um eure Sachen einfach mal zu verkaufen. Es ist egal, ob ihr Schüler, Student oder arbeitslos seid. So kann man wirklich Gutes tun, nebenbei ein bisschen Geld verdienen, ist nicht die Welt, aber wir wissen, Kleinvieh macht auch Mist. Somit sage ich erstmal Ciao Kakao, Leute, und bis zum nächsten Mal. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, wie umweltbewusst ihr das alles macht.